Herzlich willkommen zu Du bist. Heute spielen Florentin, Eddie, Mara, Johanna und Fabian Snakes. Bei Snakes versuchen die fünf Bohnen am Tisch Fragen richtig zu beantworten. Es sei denn, sie sind Schlangen. Dann versuchen sie insgeheim die anderen davon zu überzeugen, die falsche Antwort zu wählen. Aber wie funktioniert das? Jede Runde werden geheime Rollen verteilt. Es gibt zwei Schlangen, zwei Menschen und die Manguste. Diese Rolle wird aber offen gespielt. Die Manguste spielt an der Seite der Menschen. Zu Beginn jeder Runde wird eine Frage mit drei Antwortmöglichkeiten vorgelesen. Dann schließen alle die Augen und die Schlangen schauen sich geheim die richtige Antwort an. Anschließend öffnen alle wieder die Augen und diskutieren, was wohl die richtige Antwort ist. Die Schlangen werden dabei natürlich versuchen, die Menschen und die Manguste auf die falsche Fährte zu locken. Und nach 2 Minuten Diskutieren steht das geheime Entscheidungsvoting an. Pro falsch beantwortete Frage der Menschen und Manguste bekommen dann die Schlangen einen Punkt. Wenn man Mensch oder Manguste ist, bekommt man einen Punkt für alle SpielerInnen, inklusive einem selbst, die die Frage richtig beantwortet haben. Nach 6 Runden werden die Punkte zusammengezählt, man schaut, wer gewonnen und echte Sneaky Skills hat. Willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem ihr dieses Video schaut. Es ist vielleicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Egal, scheiß drauf. Das ist ein Klassiker. Ich glaube, das ist jetzt schon ein zeitloser Klassiker, weil, liebe Leute da draußen, wir hier eine Truppe am Tisch versammelt haben, von denen ich sagen würde, ganz ehrlich, mit euch will ich in Urlaub fahren. Oh, wirklich? Yes. Kurzurlaub. Wohin? Okay. Palermo. Oh, herrlich in sonnige Palermo. Schön. Vino Rosso? Vino Rosso, Vino Bianco. Oh, so abends so ein Strandspaziergang. Wir ziehen alle die Schuhe aus, Schuhe in der Hand und dann so richtig schön an der, in den Sonnenuntergang spazieren. Und dann malen Wein in der Hand. Wein in der Hand. Bananenboot, Bananaboot. Bananenboot, genau, schön, ja, sich Pferden, mit 300 km/h durchs Wasser ziehen lassen. Aber mit wem eigentlich? Ja, ich sag's euch. Mit Johanna? Ja, ich bin dabei. Ich Mara? Vorne. Ich bin auch dabei. Florentin? Hallo. Und Eddie? Guten Tag. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht Großzeit. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr den Leuten unser Flieger geht auch in 2 Stunden. Genau. Wir müssen jetzt los. Okay. Nee, das ist ich hab Bock. Bevor wir anfangen, also die Ringe haben wir eben soeben gehört. Dieses Spiel realisieren wir mit freundlicher Unterstützung von Big Potato Games. Und wir haben, ich freue mich sehr darauf. Und ich würde sagen, ich teile mal die Charakterkarten aus. Okay. Oh ja. Puh. Pokerface, keine Emotionen. Jetzt kann man sich schon verraten. Wenn man die Rolle nimmt. Mir kriegt ihr nichts raus. Ich bin Stein. Ich bin da auch richtig. Ich bin lebender Stein. So, zack. Okay, die Manguste der Wahrheit verrät natürlich schon zugleich zu Beginn, was er ist. Und ich bin die Manguste. Ah, wusste, dass ich dir vertrauen kann. Ja, ich bin vertrauensvoller Trigger-Typ, ja. Und die erste Frage des heutigen Abends lautet: Woraus wurden vor... Nee, ich lese es erst so, dann lege ich es hin euch. Okay, pass auf. Woraus wurde vor der Mitte des 19. Jahrhunderts Zahnprothesen normalerweise hergestellt? Vor der Mitte des 19. Jahrhunderts. A, aus Holz. B, aus Pferdeknochen. Oder C, aus Zähnen, die toten Soldaten gezogen wurden. Warum gerade Soldaten? Weiß ich nicht. Da hatten wir viele. Die Arme. Ja. Wann, okay. Wann ist Mitte des 19. Jahrhunderts? Das müsste 1850. 1850. Vor 1850. Ja. Da kam die große Revolution der Zahnprothesen. Naja, alle schließen die Augen. Schlafen ein. Alle schlafen ein. Und nur die Schlangen öffnen ihre Augen. Sehen die Antwort. Schauen Sie sich ganz gut an. Und drehen wieder um. Die Schlangen schließen wieder ihre Augen. Alle öffnen ihre Augen. Herzlich willkommen zurück. Darf ich mal fragen, wo die überhaupt die Antwort sehen? Dies. Let's go! Es geht los. Mich würde das auch interessieren. Wo sehen die denn die Antwort? Ich schau mal ganz kurz die Zeit. Die ist auf der Rückseite des, ja, genau. Auf der Rückseite? Ja, ja. Okay, 2 Minuten laufen. 2 Minuten laufen. Also, Eddie hat sich natürlich schon verdächtig gemacht, aber wir wollen jetzt hier kein Metagaming betreiben. Wir wollen mal ganz kurz. So, kann ich noch mal kurz, was waren die Antworten nochmal? Holz. Holz. Pferdeknochen. Oder Soldatenzähne. Ich halte Holz für absoluten Quatsch. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Weil es schimmeln würde, oder? Ein Holz, der würde ja nach 10-mal Beißen kaputt sein. Ja,
Das also mit dem, also ein Holzzahn ist auch durch den Speichel aufgeweicht und so. Holz glaube ich auf keinen Fall. Nee. Aber was genau heißt Zahnprothese? Also ein Ersatzzahn. Aber für den Zahn oder für das Zahnfleisch? Also ist alles, was fehlt? Weil ich stelle mir immer so vor, dass alte Leute haben ja so ein Gebiss, das sind ja Zähne, aber auch Zahnfleisch. Stimmt, aber nur damit es hält. Da ist doch kein Zahnfleisch dabei. Doch. Nee, da ist doch auch so Rotes dabei, ja, oder? Das ist nur zum Reinklippen, glaube ich. Du kriegst ja nicht einfach einzelne Zähne dann reingeschnitten. Nee, aber an der Kette halt, an so einem. Also, lass uns mal weiterkommen. Das ist also. Ja, aber es ist schon wichtig zu wissen, was wir hier suchen. Also eine Zahnprothese. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es geht hier primär darum, was der Zahnersatz sozusagen ist. Das Grundmaterial war wahrscheinlich Ton oder Knete. Das ist weich und da haben die irgendwas reingesteckt und wir wollen wissen, was wurde reingesteckt. Mhm. Holz, Pferdeknochen oder Soldatenzahn. Ich finde, Pferdeknochen ist halt sehr speziell. Warum gerade Pferde? Ich finde Pferde. Aber die meinen nicht ein Pferdegebiss, sondern einzelne. nein, Knochen. Yes. Aber welchen Knochen? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich so reingeschnitten. Ja, aber das kann man doch irgendwie zerschneiden oder irgendwie so anpassen. Aber warum ist Pferdeknochen so weit weg von Holz? Ist das nicht, ist Knochen nicht auch eine Form von Holz? Ist Knochen nicht auch Zahn? Ja. Aber Knochen fault, glaube ich, nicht so schnell wie Holz. Wird nicht immer gesagt, wenn man die Zähne putzt, putzt man sein Skelett? Also, stark. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Das stimmt. Mhm. Also, dadurch, dass es heißt Pferde, ist es so speziell, dass es ein bestimmtes Tier gibt. Vielleicht hat ein Pferd irgendwie einen bestimmten Knochen. Besonders aber wie viele tote Pferde brauchst du? Aber die haben doch dieses Huf. Nee. Naja, also du kannst ja aus einem Pferd schon viel machen, oder? Viele Knochen rausschmörgeln. Okay. Ich glaube, in alten Zeiten gab es Unmengen an Pferdeskeletten und toten Pferden. Was dafür steckt, spricht, ist natürlich auch, dass Pferdeknochen vermutlich weiß sind. Mhm. Ja. Du willst ja auch weiße Zähne haben. Das stimmt, viel weißes Holz. Tote Soldaten. Ich glaube, es wurde nicht so viel geforscht. Die haben das schön raus. Aber doch, ich gehe auf C. Ich finde es easy, C. Also einzelne Zähne kann ich mir schon vorstellen von Leichen. Okay, wir müssen langsam zum Ende kommen. Aber die müssen doch dann exakt auch passen in dein eigenes Gesicht. Ja, also das ist es schon krass. Dann hast du so einen zerlöcherten Zahn. Ich glaube halt, dass Johanna eine Schlange ist. Ich bin keine Schlange. Und genau. Ich bleib auch bei B. Mara, guck mich mal kurz an. Alles klar. Mal die Zunge. Ist sie gespalten? Zeig mal deine Zähne. Das Soldatenzähne. Okay, dann legen wir jetzt alle mal unsere Antwort hin. Oh. Okay. Das hier ist meine. Das ist meine. Warte, ist das nah genug? Okay. Auf drei drehen wir um. Eins, zwei, drei. Aha. Mara hat dich auf. Mara und Florentin? Ja. Und die richtige Antwort ist. Nicht schlecht, Jana, nice. Nicht schlecht. Okay. Ist natürlich auch komplett widerlich, Mhm. Nächste Frage. Ich bin die Languste der Wahrheit. Nächste Frage. Wie, das ist jetzt wichtig für Eddie, wie wird man eine Knoblauchfahne los? A. Wow. Indem. Kleiner Spaß. Wow. So. Indem man grünen Tee trinkt, indem man tierisches Fett kaut, indem man ein Stück Eis lutscht. Wow. Wie wird man eine Knoblauchfahne? Ich habe das tatsächlich mal gegoogelt und die Antwort steht nicht auf dem Zettel. Ich hätte Zitrone kauen. Petersilie kauen. Ich glaube, es gibt einfach unendlich. Das ist ein Problem, ist die Menschheit sonst so lange nach Zitrone oder nach Petersilie. Man stinkt nach Zitrone. Die Frage ist, was ist, wenn du Zähne von einem Soldaten hast, der nach Knoblauchatem hat? Alle schließen die Augen. Ja, Moment. Erstmal bin ich die Languste der Wahrheit. Ah, okay. Wir haben ja noch gar nicht diskutiert. Ach so, nee. Kennst du denn deine Rolle? Ja. Ja, okay. Alle schließen die Augen. Die Schlangen öffnen ihre Augen. Und gucken sich die Antwort an. Die Schlangen schließen die Augen wieder. Und alle öffnen die Augen. Jetzt können wir diskutieren. Also. Ich gucke immer, welche Augen der müdesten sind. Der müde Augenblick von Donny. Bei wer müdesten? Naja, die. Wer hat die. Ja. Wer die schläft? Was hat der immer gesagt? Die Augen, die lange zu. Frische Augen. Wer hat frische Augen? Die Augen, die lange zu sind, sind am empfindlichsten, wenn sie wieder aufgehen. Also, wir haben grüner Tee. Ja. Petersilie. Nee, also das war meine Antwort. Was? Petersilie? Tierisches Fett. Also, ich würde sagen. Grünen Tee, tierisches Fett und ein Eiswürfel. Genau. Also ich meine, tierisches Fett. Ne? Wer hat denn einfach tierisches Fett, um einfach zu sagen, damit konnte ich jetzt meinen Knoblauch. Nee, aber Butter, oder? Ist Butter nicht einfach tierisches Fett? Ja. Wo kommt denn die Butter? Kommt denn. Schweineschmalz.
Ja, doch. Ja. Aber kann man Butter kauen? Also ich lutsch Butter. Ja. Sorry. Also ja, weil du bist doch derjenige, der das trinke. Ich hab mir die schön flüssig genommen und dann Butter reingeschnitten. Aber ist Butter tierisches Fett? Ja. Aber das Fett ja, so Gerüche bindet? Nein, oder aber auch so? Eis bindet keine Gerüche. Es muss irgendeine Kräuterkomponente sein. Ich bin nicht sicher beim Eis. Nee. Geruch sind doch Bakterien. Wenn irgendwas stinkt, dann sind da zu viele Bakterien. Ja, und was tötet Bakterien ab? Kälte. Hitze? Oh. Aber ja, Hitze eigentlich. Das stimmt schon. Ja, und ich glaube, ein Eiswürfel ist ja auch einfach nur Wasser. Ja. Und vor allem, es gibt halt auch Knoblauch-Eis. Ne? Also, wie funktioniert das dann? Stimmt, dann würde es ja nach gar nichts schmecken. Knoblauch-Eis? Ja, was erst natürlich. Nochmal? Mach ich dir mal. Guter Tee. Ist gut. Hallo, ja, nicht die Antwort, nicht... Mara! Was war's? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gesehen. Also ich hätte grünen Tee gesagt. Ich hab mich jetzt dann doch zu A. Sorry. Ich hätte recht mit meiner Petersilie, weil es grün ist und der grüne Tee ist grün. Zeigt mir eure Schlangengesichter. Und du warst auch noch eine Schlange und hättest es gar nicht machen müssen. Sorry. Als Schlange, was für ein Stick. Das war dumm. Alles nochmal von vorne. Alles nochmal neu. Dafür muss es eine Bestrafung geben. So, nächste Runde. Jeder guckt sich seine Rolle an. Ja, egal. Und wir gucken auf die nächste Frage. Wie erinnerte sich die Frankenstein-Autorin Mary Shelley an ihren Mann, nachdem er gestorben war? Sie bewahrte seinen Sarg auf ihrem Dachboden auf. B, sie trug sein Herz bei sich, bis sie starb. C, sie schwor sich aufgrund ihrer Trauer nie wieder ein Buch zu schreiben. Habt ihr es verstanden? Ich bin wieder, die Langeweile. Sarg-Herz-Buch. Sarg-Herz-Buch. Sarg-Herz oder Buch. Wir schließen wieder alle die Augen. Und die Schlangen öffnen wieder ihre Augen. Und gucken sich die Antwort an. Die Schlangen schließen ihre Augen wieder, drehen wieder um und alle öffnen ihre Augen. Ich habe mal eine Frage. Was ist denn, wenn man es weiß? Wenn man das schon mal... Okay, kannst du sagen, dass, was die Antwort ist? Oder nicht? Dann darf ich es einfach sagen. Und wenn du eine Schlange bist, dann sagst du selbstbewusst das Falsche. Ach so, aber ich bin ja nicht die Schlange und ich weiß es trotzdem. Okay, ich habe auch eine Idee. Es ist halt ungünstig, eine Literaturfrage zu nehmen, wenn Eddie am Tisch ist. Ja, wirklich. Eigentlich müssen wir die ausziehen. Was war deine Idee? Aber es ist tatsächlich, also soll ich sagen? Also ich weiß, dass es C ist. Was? Warum? Weil das Buch Frankenstein das letzte war, was Mary Shelley geschrieben hat. Das ist ganz bekannt, dass das das letzte große Buch von ihr war. Weiß natürlich nicht, ob es unmittelbar zusammenhängt mit dem Tod. Was hat das denn mit ihrem Mann zu tun? Ja, aber immer ist auch interessant, dass sie dass sie noch gelebt hat und ein letztes Buch geschrieben hat. Das passt ja wohl dann. Ja, soll sie Totenbuch schreiben? Wie gelebt? Natürlich hat sie gelebt. Nein, sie hat das Buch geschrieben. Ich weiß nicht, wie alt sie war. Irgendwie was 40 oder 50 und hat aber halt noch 30 Jahre gelebt und hat kein Buch mehr geschrieben. Ah. Verstehst du? Weil sie so traurig war. Aber das hat ja nicht notwendigerweise was mit dem Mann zu tun. Aber es passt in die Erklärung. Das stimmt. Verstehst du? Und wie viele Bücher hat sie insgesamt geschrieben? Das weiß ich nicht. Was war ihr erstes Buch? Das weiß ich auch nicht. Ich kenne nur Frankenstein. Was sagst du denn, Fabian? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt eine aufgetischte Story von ihm ist, aber... Nee, ich weiß nur, dass Mary Shelley Frankensteins das letzte Buch war. Mehr weiß ich nicht. Ja. Aber das passt zu C. Aber ich glaube, es ist B. Was? Hä? B ist das Herz. Nee, B ist Herz. Ja, also, dass sie den Sarg oben bei sich im Dachboden hat, halte ich für Quatsch. Nee, das finde ich auch sehr makaber. Das ist kein Fall. Also, es ist zwischen B und C. Ja, ich habe gedacht, weil meine erste Tendenz war auf jeden Fall B, weil sie ja auch, die Bücher Frankenstein ist ja jetzt nicht Rosamunde Pilcher, ist ja schon, da geht es ja schon heavy her, ist ja schon makaber und da wird ja genau, zusammengeschustert. Ja. Und so ein Herz, wenn sie sagt, als Erinnerung, mein Herz, dein Herz. Aber dann kämen wir ja auch wieder ein. Sollen sie das denn haben? Eingelegt oder was? Ja, oder wie in einem Reagenzglas. Reagenzglas oder Brustbeutel. So ein Gucci-Bag oder eine Bauchtasche einfach. Aber zumindest bei diesen Sargsachen hört man ja zumindest mal ab und zu, dass das Leute halt machen. Ne? Die Schlange hält jetzt ihre Zunge. Also, aber darf man das? Gibt es da nicht Leichenschändung und so? Sagst du ja, da Beerdigung, cool, alles gut, aber gib mir eine Schaufel. Und dann. Welches Jahr war denn Mary Shelley, Eddie? Eddie? Das war 1812. Oh. Ungefähr zur Zeit der Soldatengebisse. Na, das war weit davor. Davor, ja. Weit davor.
Also die Frage ist, trauen wir Eddie einen solchen Bluff zu? Nein. Ja. Ein Bluff? Nein. Ich habe mich ja noch gar nicht festgestellt. Dass er jetzt sagt, hier, ich weiß das. Ich habe ganz nicht auf die Schlange Antwort in eine andere Richtung. Okay, wenn ihr keine Infos wollt bei diesem Spiel, die zur Lösung beitragen. Weil ich habe immer noch nicht verstanden, wie dein Wissen uns hilft. Das Wissen, dass Frankenstein das letzte Buch war, ja, sagt uns ja nicht, dass sie das letzte Buch aus dem Grund war, dass der Mann gestorben ist. Das ist richtig. Aber welchen? Du meinst einfach, weil es so eine lange Zeitstrecke sie nicht mehr geschrieben hat. Also, wir wissen zwei Sachen. Also, wenn du mir glaubst, ja, dann wissen wir zwei Sachen. Zum einen, sie hat irgendwann Mitte ihres Lebens ein letztes Buch geschrieben. Ja. Nee, das war Frankenstein. Und wir wissen, wenn C stimmt, sie schwor sich aufgrund ihrer Trauer nie wieder ein Buch zu schreiben. Da erkennt man doch ein Match, oder nicht? Also da, das kann man sich auch nur leisten, wenn das letzte Buch ein großer Erfolg war, ne? War Frankenstein zu der Zeit? Zu der Zeit weiß man auch nicht. Weiß man nicht, das stimmt. Ist erfolgreich geworden. Ja, wir müssen jetzt langsam mal voten. Also die anderen beiden sind mir aber auch ein bisschen zu absurd. Ne? Ja, also ich glaube, das wollte das Spiel Das klingt so. Jetzt so ein bisschen nach Horror, Roman. Ja. Das mit dem Herz klingt so nach Frankenstein, dass sie denken, ja, dann nehmen die jetzt das, weil das so weird ist. Das ist ja auch eine gute Trivia, sowas. Ja, wer sagt denn das nur, weil die über so Sachen schreibt, das auch privat macht? J.K. Aber ich glaube, Rowling macht ja auch kein Butterbier oder so. Wenn das ein Herz oder wenn das Herz auch sagen können, sie zaubert nicht, aber Butterbier kann sie halt machen. Ja, ja. Wenn das Herz oder Sarg gewesen wäre, hätte das doch Gregor bestimmt schon mal in einem Nerdquiz genommen. Das stimmt. Das stimmt. Anstatt, der nimmt ja nicht, ja, dann hat sie kein Buch mehr geschrieben. Also ich bin gespannt, in welche Falle von Eddie wir hier tappen oder nicht. Also das finde ich jetzt richtig spannend. Anlegen ihre Antwort. Aber ich bin bei dir. Also ich glaube dir, Eddie. Ich glaube dir auch. Einmal hier näher ran. Ich weiß nicht, das war ihr letztes Buch. Okay. Alle legen auf. Oh! Scheiße. Und die Antwort lautet B. Oh, nein! Nice. Good work! Nice! Good work. Das weiß man doch. Das nice! Shit. Das habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Das war richtig. Aber gut. Der Fakt stimmt, oder? Also, soweit ich ihn weiß. Keine Ahnung. Gar nicht? Oh. Gar nicht? Nice! Oh. Nicht schlecht, Eddie. Das heißt, wir kriegen beide drei Punkte, Eddie. Ah! Scheiße. Okay. Aber ich habe das mit dem Herz tatsächlich also schon mal gehört. Das war meine erste Intuition, war auch Herz. So. Mara ist die Munguste und wir hören uns mal die nächste Frage an. Wie hat Steve Jobs gerne Stress abgebaut? A. Indem er solitär auf einem Windows-PC spielte. B. Indem er mit den Füßen in der Firmentoilette relaxte. C. Indem er einen Apfel aß. A, B oder C. Solitär, Füße in der Toilette oder Ein Apfel essen. Ich würde sagen, alle schließen wieder ihre Augen. Die Schlangen öffnen bitte ihre Augen. Gucken sich die Antwort an. Die Schlangen schließen wieder ihre Augen. Und alle öffnen ihre Augen. Ich muss erst mal sagen, sehr coole Frage und sehr coole Antworten. Das ist schon echt, da ist nichts offensichtlich dabei. Alle haben so ein bisschen Ironie. Mhm. Ich kann mir halt die Toilette nicht vorstellen, wo man mit genau, aber das stimmt nicht, glaube ich, aber, dass es ist. Das würde er auch niemals erzählen, oder? Nee, aber es ist nicht wahr. In Amerika gibt es Toiletten, die ganz mit Wasser volllaufen. Das stimmt. Ja, wie sieht das aus? Wo die Schüssel komplett mit Wasser vollläuft. Das ist kompletter Bullshit. Und doch, ist es wirklich so. Nein, unabhängig. Und dann ist cooler man da einfach drauf. Einfach in das Wasser. Warum? Das komplette Wasser wird. Tut man doch trotzdem seine Füße nicht da rein. Das ist ja furchtbar. Das ist einfach Wasser. Ja, aber in der Toilette, wo Leute reinkacken. Moment, ich verteidige es ja nicht. Ich erkläre, ich kenne mich nur halt einfach mit dem Thema ein bisschen aus. Ach so. Mit verschiedenen Toiletten in der Welt. Und ich glaube, in Amerika gibt es diese Toiletten, die wirklich mit Wasser gefüllt sind. Und was macht man dann damit, Florentin? Das weiß doch ich nicht. Keine Ahnung, wie das entworfen ja, sag mir mal, wie sitzt der denn davor? Wie, du hast einfach mal auf dem Klo gesessen, das ist übergelaufen. Der sitzt vielleicht auf dem Kasten und hat die Füße in der Schüssel. Das ist nicht, wie geht man da auf Toilette? Ich weiß es doch nicht. Kriegt man da einen nassen Po? Nein. Wie voll denn? Stellt euch einfach vor, dass bei unseren Toiletten einfach der Wasserstand ein gutes Stück höher ist. Ja, das ist halt so in der Hälfte der Schüssel. Das ist eine sehr interessante Taktik, die Florentin als Schlange hier fährt, wenn ich das mal kurz erkläre. Ja, ja, ja. Und stehst du davor Florentin, auf einem Bein und hältst du deinen Fuß da rein. Florentin weiß, dass die Toilettenantwort richtig ist und versucht mit einer offensichtlich kompletten Bullshit-Information uns von der richtigen Antwort zu locken. Denn das ist absoluter Quatsch, dass es in Amerika Toiletten gibt, die bis zum Rand hochlaufen. Aber ich glaube,
und trotzdem, die Regie kann gerne ein Bild raussuchen und das bestätigen, aber... Ich calle den Bluff und sage jetzt erst recht, es ist die Toilette. Weil das erste ist, ja, haha, Apple-Chef spielt was auf einem Windows-Rechner. Ja, und das letzte ist, Apple ja. Solitär war halt so ein geiles Spiel. Ja. Also ich hab's gesucht. C, also bei C sage ich auch instant, das ist halt, das sagen die irgendwie lustig, weil Apple, ja. Apfel, haha, das ist so Bullshit. Absurd. Er hat wahrscheinlich einfach irgendwie immer sich dahingesetzt und dann. Ich finde es mit dem Solitär nicht so. Weil ich meine, natürlich haben die auch Konkurrenzcomputer da. Und Solitär gibt es wirklich nur auf Windows. Ich glaube, es gab es nie auf Mac. Also Solitär ist auch was zum Entspannen. Also das kann ich mir schon eher vorstellen. Ich weiß halt nicht, wie man auf der Toilette sitzen soll, um dann noch die Füße da rein zu tun. Auf dem Kasten. Also kommt noch drauf an, wie die Toiletten genau angerichtet sind. Hat der Schuhe an? Auch verschiedene Möglichkeiten. Das wissen wir nicht. Das ist doch kompletter Quatsch. Krempelt er so seine Hose hoch? Ich glaube auch nicht, dass das ist. Aber ich kann mir vorstellen, weil sonst würde das. Ist das eine amerikanische Firma? Nee, eine englische. Englische. Big Potato Games ist englisch, ja. Ja, in England, das ist nochmal anders, aber... Lass uns mal zur Antwort kommen. Eher so wie unsere modernen. Oh Mann, boah, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube dann... Ich finde Solitär nicht so ganz unglaubwürdig. Solitär ist geil. Mein Rekord ist bei 18 Sekunden gewesen. Ich war komplett süchtig danach mal. Okay, auf drei drehen wir um. 1, 2, 3. Scheiße. Was nimmt ihr? B? Ja. Die Klongeschichte? Und B ist die richtige Antwort. Das war doch klar. Das heißt, ich dachte, du wolltest uns davon abbringen. Nein! Eddie und Mara kriegen zwei Punkte. Warum erzählst du sowas von amerikanischen Klos, die überlaufen? Die laufen nicht über. Können wir ein Bild zeigen, bitte? Ist es wirklich so, dass die einen höheren Wasserstand haben? Mein Gott, ich bin halt mal ein bisschen rumgekommen. Och Gott. Ich war in New York. Ich hab auf Level schon gesessen, da könnt ihr nur von träumen. Oh, da ist es. Aha. Ich bin die Maguste. Alright. Dann wissen wir das sicher, oder? Das wissen wir, glaube ich, sicher. Kommen wir zur nächsten Frage. Woraus wurden in der mittelalterlichen französischen Version von Aschenputtel ihre Pantoffeln hergestellt? A. Eichhörnchenfell, B. Kalbsleder oder C. Seide. Pantoffeln in der mittelalterlichen französischen Version von Aschenputtel. A. Eichhörnchenfell, B. Kalbsleder, C. Seide. Alle schließen wieder ihre Augen. Die Schlangen öffnen ihre Augen und schauen sich die Antwort an. Haben Sie gesehen? Ich drehe die Karte wieder um. Alle schließen die Augen. Alle öffnen die Augen. Gab's Seide im Mittelalter in Frankreich? Oder kommt es nicht aus China oder so? Ist es nicht irgendwie so? Seidenraum. Moment, es geht hier doch um eine Geschichte. Also um eine fiktive Geschichte. Ja. Wenn die sich doch, da muss es ja keine. Ja, aber du erzählst es ja irgendwelchen Bauern oder so, die, wenn die nicht wissen, was Seide ist, können die damit nichts anfangen. Aber es kann schon, ich habe keine Ahnung, ich überlege nur. Aber in der modernen Version ist es so Glas, ne? Oder? Ich habe auch gedacht, das ist nicht so, ja. So Glasschuhe? Ja, Glasschuhe, glaube ich. Also wenn es um die Schuhe geht, die sie nachher verliert, dann ist das, glaube ich, so. Seide, was? Die Pantoffeln? Ist das? Kalb. Was? Nennt man die Pantoffeln? Es muss ja schon was Besonderes sein. Oder Kalbsleder wirkt ein bisschen sehr profan. Weil ein Kalb gibt es auf jedem Bauernhof. Ich Kalbsleder auch Leder, ist nicht so besonders. Lederschuhe klingt eher nach so. Kannst du noch mal die Frage vorlesen, Fabian? Was Aschenputtel? Lederschuhe sind in einem Spiel ja immer so. Woraus wurden in der mittelalterlichen französischen Version von Aschenputtel ihre Pantoffeln hergestellt? Wie waren die mittelalterlichen Franzosen drauf? Pantoffeln. Also in dem Film von Aschenputtel ist sie ja am Anfang am Jagen draußen. Also könnte sie ja schon so ein Eichhörnchen geschossen haben oder sowas. Aber du meinst. Ach stimmt, das sind die Schuhe, die sie sich macht, um dann auf den Ball zu gehen und dann findet der Prinz den Schuh. Ich weiß und halt muss nicht, ob die Pantoffeln finden, das passt. Sind, wo dann nachher die dann. Die verliert doch den Schuh nicht, auf dem Ball, ne? Und dann muss. Ich weiß halt nicht, ob das mit Pantoffeln gemeint ist oder ob sie vorher schon sich Pantoffeln macht. Ich glaube, vorher schnitzt sie sich irgendwelche anderen. Weil sie den. Ach, also das sind nicht die magischen Schuhe. Also den würde man nicht Pantoffeln nennen. Die Prinzessin soll ein Eichhörnchen jagen, das häuten und sich daraus Schuhe machen. Da ist sie ja noch keine Prinzessin am Anfang. Das ist ja Pantoffel ist so merkwürdig, weil warum nicht einfach Schuhe sagen? Pantoffel. Ich glaube, sie meinen Pantoffeln sind ja hinten noch offen. Oder du kannst ja nicht sagen, passt dir diese Pantoffel. Jedem passt jede Pantoffel. So, die Idee ist ja, dass der Prinz anhand des Schuhs die Frau finden muss. Das stimmt. Das muss ja genau passen. Ich sage,
Casual Kartoffeln. Also es ist unklar, ob das ihre Startausrüstung ist, genau. so Charakterstart, oder ob das die magischen Schuhe sind. Also ich bin hin und her gerissen. Ich finde, Kalbsleder schließe ich aus. Eichhörnchenfell ist eigentlich zu abgedreht, aber das Spiel hat ja bislang bewiesen, dass es die abgedrehten Sachen mag. Am plausibelsten klingt für mich tatsächlich Seidenschuhe. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen mystisch, ein bisschen Prinzessin. In dem Märchen, in dem es um Schuhe geht, werden die nicht fragen nach den Schuhen, die sie davor hatte, bevor sie die magischen Schuhe hatte. Ich finde Seide auch. Ja. Kommt doch zum edlen Schuh. Aber ist das vielleicht nicht auch Seide dann so ein, das hatte sie an, weil das irgendwie so ein, ja, weiß ich auch, das kannten die schon, aber sie hatten es bei sich nicht, aber sie wussten, dass es das gibt. Ein exotischer Stoff. Ist es so ein Stoff, Seide, den sie irgendwie toll finden. Schuhe machen. Also. Ja, aber aus Eichhörnchenfell. Ja, aber Leder ist robuster. Ich denke, weil Seide habe ich immer das Gefühl, dass du schlüpfst da schon ist ja rein. Nicht Leder. Leder wäre ja das zweite. Wo ist denn Seide? Fell und Leder. Leder ist einfach gekirschnettes Fell. Das Fell ist wir müssen jetzt zur sehr Antwort ähnlich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du mit einem aus Seide einen Schuh machst und das Seidenschuh, der so eng ist, dass da wirklich aber nur der Fuß von einer bestimmten Frau. Ich denke, aber es ist ein Märchen. Es ist ein Märchen. Seide ist für mich ein Märchenstoff. Ja. Das stimmt schon. Und Kalbsleder ist für mich zu rustikal. Nee, deswegen und Eichhörnchenfell ist irgendwie zu weird. Also ich gehe jetzt von dem Märchenfilm aus und sage, dass sie am Anfang da sich kleine Tiere jagt und so in dem Film. Hier sind gerade vier Leute für Seide und eine Person nicht. Was sagt uns das? Also ich bin der Manuel der Wahrheit und ich glaube an Kalbsleder. Weil ich glaube, Eichhörnchen ist albern, das ist zu wenig, das ist zu dünn, das ist zu klein, die sind zu selten. Wo ist der Schwanz hinten dran? Und wo ist der Schwanz? Bei Eichhörnchen denke ich eher, dass sie halt Fellschuhe hat. Was ist so, wie sieht das aber aus? Da ist doch auch immer Winter in dem Märchen, oder nicht? Ja, aber sie ist ja eine also das ist, hat ja nichts Zierliches irgendwie. Also es ist ein richtiges Wintermärchen und da würde ich ja nicht nur Lederschuhe machen, die dann scheiß kalt sind. Also es ist auffällig, wie aggressiv du für die toten Eichhörnchen bist. Ja. Deshalb nehme ich die Seide jetzt erst. Weil ich, ja, nee, so sicher bin ich mir auch nicht, aber ich kenne halt nur den Film. Du hast natürlich schon recht. Für ein Märchen, was ganz Besonderes ist, Seide. Okay. Ich sehe hier jeden Tag ein Eichhörnchen, kennen. Die sind schon sehr klein. Okay, ja, fuck it. Mann. Ich würde mich sehr, sehr ärgern, wenn es B ist. Ja. Wir drehen alle um. Oh nein. Oh nein. Mara, ich hatte es noch im Gefühl. Richtige Antwort ist A. Meine Eichhörnlein. Oh shit. Okay, also. Sag doch, wenn du es weißt. Ich hab doch gesagt, ich kenne den Märchenfilm. Was soll ich denn? Hatte keine Eichhörnchenschuhe an. Eddie und Johanna kriegen zwei Punkte. Ja, nee, aber ich hab gesagt, so ein Märchenfilm spielt im Winter. Das kann ich denn dafür, wenn ihr trotzdem Seide nimmt. Und Mara kriegt einen Punkt. Dann die nächste Manuel? Frage. Johanna? Okay. Nein. Aus welchem Land stammt ursprünglich der Apfel? Kasachstan, China oder Indien? A. Kasachstan, B. China, C. Indien, der Apfel. So, wir machen alle die Augen zu. Die Schlangen öffnen ihre Augen. Gucken Sie sich die Antwort an. Haben Sie gesehen? Ich drehe die Karte wieder um. Alle schließen die Augen. Alle machen die Augen wieder auf. So. Was haben wir hier? Der Apfel. Also wenn es Kasachstan wäre, dann hätten wir das doch schon irgendwie mal. Also Kasachstan ist doch bekannt für nichts außer Borat. Und das hätte man doch sonst irgendwie mal gehört, dass sie Borat und den Apfel haben oder so. Du meinst, das hätte man im Borat-Film erwähnt? In irgendeiner Form hätte man schon mal was von der großen Apfelstatue in Kasachstan oder so gehört. Aber ich bei Apfel und Altertum bin ich jetzt natürlich bei der Bibel. In der Bibel steht schon Apfel. Also die Leute, die die Bibel geschrieben haben im Nahen Osten, müssen den Apfel ja gekannt haben. Und Kasachstan ist doch im Nahen Osten. Wo genau ist Kasachstan? Nein, aber am ehesten im Nahen Osten. Das ist eher im weiten Osten, würde ich sagen. Also sehr weit im Osten, oder? Sind nicht alle schon sein, oder? Du schaust jetzt nicht nach, wo Kasachstan ist. Nein. Wir haben alle den Borat-Film gesehen. Ich habe nur die Zeit gestoppt. Also von der Location, wenn deine Logik stimmt, wäre Indien doch noch am ehesten. Nee. Nein, Indien? Ich meine, die haben natürlich auch alle Handel getrieben und so, das kann natürlich sein, aber... So ein Apfel verbreitet sich auch schnell. Aber warum haben die in der Bibel genau den Apfel genommen? Vielleicht war ja was Besonderes, Exotisches. Ich glaube, das haben die nur so übersetzt, das ist eigentlich kein Apfel. Sondern? Granatapfel? Einfach eine Frucht.
Moment, aber so. Der Apfel in der indischen Religion, sind da nicht auch immer Elefanten? Und essen die nicht Äpfel? Ja. Ja, verdächtig. Okay, wenn ihr es besser wisst, dann. Nee, alles gut. Also eine bessere Ernährung. Ich denke halt eher an Vegetation. Und ich glaube, dass es in Indien zu warm für den Apfel ist. What? Ein Apfelbaum kann halt einfach safe überall überleben. Aber denk mir doch mal an die indische Küche. Gibt es da Äpfel irgendwo? Nee. Wie nicht? Was gibt's denn da für süße Sachen? Rosinen. Granatapfel. Weintrauben, Rosinen. Gibt's in der chinesischen Küche viele Äpfel? Nein. Und wie viel wisst ihr über die kasachischen? Ich bestelle da sehr selten, als der Scroller immer drüber dich. Ich kenne da einen guten Kasachen. Apfelmus. Nee. Apfeltorte. Ich glaube, da kommen wir nicht drauf, so über diese Schiene. Aber das Land, na gut, Kirschblüten ist ja noch mal ein bisschen was anderes, aber. Vor allem ist ja merkwürdig, weil man sagt ja manchmal zu Kartoffel Erdapfel, ne? Ja. Das heißt, den Apfel muss es vor der Kartoffel gegeben haben. Kartoffel kommt ja aus Amerika, glaube ich. Ganz kurz, ich finde, Johanna hat gerade was Schönes gesagt. Sie hat nämlich gesagt, man sagt ja, Japan ist das Land der Kirschblüten. Aha. Und Kirschblüte, China. Also Kirschblüte ist ja nicht so weit weg. Also die Kirsche ist ja nicht so weit weg vom Apfel. Ja. Blüte. Einfach von der Familie her. Ich bin ganz, na wohl. Ich glaube, meine erste Intuition war China. Tatsächlich. Aber ich habe auch so ein Pergament, so ein altes Chinesisch, wo sie irgendwie so Früchte halten oder so, kann ich mir. Ja. Habe ich irgendwie im Kopf. So alte Bilder, wo die Leute so Apfelbäckchen haben. Ich lege gerade in anderen Sprachen Pommes, Apple, ob man. Es klingt alles weder kasachisch noch chinesisch. Also, ich kann zu Kasachstan und China keine Connection aufbauen. Mhm. Und Indien? Ja, Indien habe ich irgendwie das Gefühl mit den Elefanten und Äpfel ausgelassen. Okay. Das ist sehr schön. Oh, meinst du? Ja, bestimmt. Mangos gibt es in Indien wahrscheinlich. Ja. Und Mungos? Ja, lass uns mal antworten. Ich glaube, wir wissen alles. Es ist offensichtlich alle klar, dass ihr beiden die Schlangen seid. Deswegen, ja, das ist mir absolut klar. Da ist meine Antwort. Was ist nochmal A? Oh, ich bin falsch. Entschuldigung. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt auf China. Ich auch. 3, 2, 1. Ja, danke schön. Oh mein Gott. Hä? Aber was heißt das? Oh denn? Mein Gott. Oh, das heißt wahrscheinlich, ist es nicht China. Oh. Wieder die abgefahren an. Das ist bei den Kasachstan. Oh, wir 3 Pünktchen oder was? Das sind immer die abgefahren. Der schmeckt. Kasachstan. Aber wie wollen die das denn beweisen? Würde ich auch wenn vor 3000 Jahren in Kasachstan einer einen Apfel gefunden hat, woher weiß er denn, dass 30.000 Kilometer in die andere Richtung nicht auch einen Apfel schmeckt? Wie selbstbewusst du die Borat-Story auch raushaust. Ohne jegliches Wissen uns alle komplett verunsichert. Das Borat-Film. Wirklich, Andy. Und die Schlangen können sich schön zurückschlängeln und müssen gar nichts mehr machen. Aber jetzt. Naja. Ich bin die Mangolette. Ich gebe es zu. Munguste. Ja, so. Ich mache mal schon meine Augen zu. Aber so viel hat das jetzt nicht gebracht, dass einer von euch den Mango spielt, oder? Die Munguste. Munguste. Manguste. Manguste. Oder Mungo. Ja. Manguste. Ja. Also, bei welcher Temperatur kocht Wasser auf dem Gipfel des Mount Everest? A. 72 Scheiße. Grad, B. 100 Grad oder C. 112 Grad? Ja, geil. Ja, coole Frage. Ich glaube, leichtes physikalisches Wissen. Ja. Wir können das Physik, nicht beantworten, Physik, aber Physik. Wir ich möchte gleich wissen, wer von euch wann Physik abgewählt hat. So. Jetzt entscheidend wichtig. Also. Wir schließen alle die Augen. Die Schlangen öffnen ihre Augen. Die Schlangen schließen ihre Augen. Kehrt wieder um und alle öffnen ihre Augen. Hat denn irgendwer überhaupt eine Ahnung? Bitte nochmal vorlesen. Also es gibt folgende Möglichkeiten. Ja. Der Mount Everest ist sehr weit oben. Ja. Mein erster Gedanke ist natürlich, da ist es sehr kalt. Das heißt, du brauchst mehr als normal. Aber das, ist natürlich schon wieder die leichteste Variante. Und das Spiel hat uns ja gelehrt, dass es die nicht ist. Aus irgendeinem Grund muss es also A sein. Aber ich weiß nicht, warum. Niedriger. Ich glaube, was wichtig ist, der Luftdruck. Ne? Ja. Luftdruck ist niedriger, oder? Da sind wir uns einig. Ja.
Wenig Luft. Je höher du gehst, desto geringer wird der Luftdruck. Mhm. Oder ist er ganz doll und drückt auf einen drauf? Nein. Nein, niedrig, ja. Ich war auch eher erst bei niedrig. Du gehst ja irgendwann aus der Atmosphäre raus, da ist gar keine Luft mehr. Das heißt, es wird immer weniger, wenn du nach oben gehst. Je weniger Luft auf das Wasser drückt, umso schneller ist es halt. Oh, scheiße, ey. Aber was hat Luft? Oh. Aber könnte natürlich auch eine Trickfrage sein und es ist B mit, es macht gar keinen Unterschied. Nee. Warte mal ganz kurz, wenn du kochst, was passiert denn dann? Naja, die Wassermoleküle fangen ganz schnell an zu wackeln, bis sie irgendwann ihren Aggregatzustand ändern und Dampfe. Und wenn dort weniger Luft ist, ob das Einfluss hat, keine Ahnung. Brauchen die schnell, also sind. Können sich leichter ausbrechen. Ja, vielleicht hat das auch echt gar nichts damit zu tun. Das ist gemein. Ich war auch sehr schlecht. Aber habe ich es abgewählt. Ist Lufttropfen das Einzige, was entscheidend sein könnte? Ich glaube, wenn du das mit Körbel nicht gelernt hast. Nee, ich glaube, es ist weniger Luftdruck, je weiter man nach oben geht. Aber das heißt? Da könnte ja auch noch weniger Anziehung. Temperatur, was ist die Temperatur in 8500 ist doch Meter kälter. Höhe? Ist doch da erfriert kälter. Man doch. Genau. Also muss man das Wasser, damit man es kocht, doch dann heißer machen. Nein. Das ist doch eigentlich der logische Gedanke. Temperatur des Wassers hier ist Schlangen. Egal. Hier sitzen Schlängel. Warum? Ob das jetzt schwer oder leicht ist, das auf 100 Grad zu kriegen, ist ja damit nicht gefragt. Nicht wie viel Energie man braucht. Ja 100 Grad sind 100 Grad. Die Frage ist, warum ist es auf dem Mount Everest bei 100 Grad nicht kochen sollte? Ja, das stimmt. Ach so, ist das so ein bisschen wie, man schmeißt einen Sack mit Steinen und einen Sack mit Federn. Ja, 100 Kilo Federn ist genauso schwer wie 100 Kilo Steine. Weil es gibt weniger Sauerstoff, man braucht so eine Atemmaske. Wahrscheinlich, weil der Luftdruck so niedrig ist, da ist so wenig Luft. Oder ist Sauerstoff noch schwer? Aber der Luftdruck hat doch nichts mit dem Luftgehalt zu tun. Ja. Leider sind wir dumm. Nee? Oh also, hätte ich mal einmal das aufgeschrieben. Keine Ahnung, ist eine Korrelation, aber ob es eine. Also da ist weniger Luft, aber das hat ja nichts mit dem Luftdruck zu tun. Ich glaube, es ist eine Trickfrage. Weniger Luftdruck. Heißt das nicht dasselbe? Ich möchte jetzt auch hier keine Kompetenz. Es muss irgendwas. Wir haben alle keine Ahnung, werden alle in den Kommentaren gnadenlos. Aber wenn ihr von einfach sitzt so eine Vorbereitung. Ich sag's, ich könnte. Oh, ja, aber ich glaube, B wäre halt super gemein. Ja, aber hat uns das Spiel das jetzt gelehrt, dass es die Trickantworten nimmt? Wir müssen uns jetzt. Es hat die Obskuren-Antworten genommen und deshalb nehme ich A, 72%. Es waren nie die Obskuren-Antworten. Doch, Kasachstan. Naja, bei Indien. Eichhörnchenfell. Ja, das war ja nicht obskur. Antworten. Ich nehme A. Mach doch aber warum denn ein A? Warum sagst du denn dann weniger? Weil der erste, habe ich ja gesagt, der erste Gedanke ist, es ist kalt, also brauche ich mehr Hitze. Aber das ist und das Gegenteil falsch. Davon ist A. Ja. Kälte hat damit nichts zu tun. Ich sage, es ist 100 Grad. Ich sage, es macht keinen Unterschied. Wir sind schlaue Leute. Wir sind die Manguste. Wieso versuchst du, schlaue Leute. Falsche Fakten zu verstehen? Wir konnten nicht rekonstruieren, warum Druck oder Sauerstoffgehalt einen Unterschied machen sollte. Und dann ist es auch so. Wir sollten ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Also was sagst du denn? Ich sag B. Ich habe gar keine Ahnung. Ich sag auch B. Ich würde sagen, als nächstes kochen wir die Schlange, die da hinten sitzt. Nee, fuck, dann nehme ich auch B. Ich nehme A und sage, ich bin kein Schlange. Reiß ich euch jetzt alle ins Verderben. Ja, du reißt alle ins Verderben, aber ich hole mir mein Pünktchen ab. Dann nehme ich B, weil dann kann ich mich von dir beeinflussen. Ah, keine Ahnung. Ja, schieb's auf mich. Fuck it. Manchmal muss die Mulette auch einfach voll hingehen. Guckt euch dein Gesicht an. Okay. 3, 2, 1. Oh nein! Schön. Du bist nicht die Schlange. Nein, ich habe versucht, mich mit dir zu verbünden. Aber warum hast du so... Nein, jetzt komm. Mann, ey! Du blöd, Mann. Ja, und ich wusste es ja selber nicht. Ja, aber wir hatten es uns doch hergeleitet. Ich habe doch gesagt, es sind immer die obskuren Antworten. Okay, also noch eine Trickfrage. Also, wer hat was gesagt? Johanna kriegt ein Pünktchen. Ich war mir so sicher, weil du so vehement gegen mich gesagt hast. Nein, es ist nicht B. Nein, ich habe gesagt, B kann ich mir nicht vorstellen. Dafür gab es bestimmt schon mal eine Sendung mit der Maus-Artikel. So, ich wüsste aber trotzdem gerne die Erklärung, ehrlich gesagt. Schreibt es bitte in die Kommentare, warum auf dem Mount Everest 7 schneller sich als. Wahrscheinlich, weil du schnell. Ich habe einen. Weil die schneller das machen, was du gerade beschrieben hast. Die Moleküle fließen schneller. Miteinander tanzen. 6. Aber warum? 10, aber 2, 4, 5. Aber dann würdest du ja auch nur sagen, die kommen schneller 5. auf 100 Grad, wenn es leichter ist, die zu erhitzen. So, Leute, sie fangen ja schon früher an, gasförmig zu werden. Ich weiß, wir haben noch eine viel schöne Zeit. Ich würde sagen, wir machen noch eine schnelle Runde. Und dann, ich lese ganz kurz vor, wer das Spiel gewonnen hat. Ach, nochmal mit 9 Punkten. Okay. Ja, also, pass auf. Also, auf den letzten beiden Plätzen sind Johanna. Ja, aber dann lass doch die letzte Runde noch mit reinzählen. Ja, hab ich doch.
Die spielen wir ja noch. Nein, ich meine nur, wir machen noch mal einmal rum. Aber es ist doch viel spannender, wenn die noch ins Ergebnis eingerechnet werden kann. Wir schaffen noch eine ganze. Wir schaffen noch mal einen ganzen Block. Ja. Ach so. Mhm. Pass auf. Also. Ich habe offenbar verloren. Auf dem letzten Platz Johanna und Florentin mit 5 Punkten. Yes. Auf dem vorletzten Platz Fabian Krane mit 6 Punkten. Auf dem zweiten Platz Etienne Gade mit 7 Punkten. Und Mara Oberschlange mit 10 Punkten. So, jetzt machen wir eine schnelle Runde. Ich würde sagen, wir diskutieren nicht so lang. Und wir brauchen danach eine Schlangenstatistik. Ja, aber das diskutieren ist doch der Spaß bei diesem Spiel. Ich bin die Manguste. Ich habe gelernt, dass ich keine Ahnung habe. Ich sollte weniger selbstbewusst sein. So. Ich sag zweimal richtig hart falsch. Die Frage ist, eine dieser Tierarten kann nicht lachen. Oh. Oh. Ich weiß, welche lachen. Manguste. Welche? Der Boomhoff. Ratte, Gorilla oder die Hyäne? A, Ratte, B, Gorilla, C, Hyäne. Ich fucking einfach. Ich glaube, ich weiß es. Ich auch. Kann nicht lachen. Ah, okay. So. Also auch hier wieder. Obvious Antwort wäre natürlich zu sagen. Warte mal. So, alle schließen die Augen. Stofflift ein. Stofflift ein. Die beiden Schlangen öffnen die Augen. Schauen sich die Antwort an. Haben sie gesehen? Ich drehe wieder um. Alle schließen wieder die Augen. Alle öffnen die Augen. So. Habe ich dich dabei erwischt, wie du Schlange bist? Oder haben wir beide einfach nur zu spät die Augen geschlossen? Wieso? Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Ich dachte, wir haben zusammen die Augen zugemacht. Ja, ich habe dich noch angeguckt. Da hat er schon von gesagt, die Schlangen öffnen. Und dann habe ich schnell die Augen zugemacht. Ich habe dich nicht gesehen. Okay, ich auch nicht. Okay. Okay. What? Wie bitte? Was war das für eine weirde? Zu lange die offen. Was war das für eine weirde Konstellation? Ich habe halt Florentin noch angeguckt und dann vielleicht. Ja. Aber ich habe ja eh nicht dahin geguckt. Also. Oh, ist das wieder so eine Trickfrage oder was? Ich sage, obviously denkt jeder, der Gorilla, wir stammen vom Affen ab, der kann auf jeden Fall lachen. Hyänen hat man so als fiese. Viecher. Ja, eben. Ja. Und Ratte. Auch lachen die auch. Ratte. Also das obvious Ding wäre die Ratte. Ja. Und deshalb glaube ich, dass es die nicht ist. Nein, doch. Ratte ist es nicht. Die lachen. Die haben, es wurde im Labor untersucht, dass die Spaß haben, dass die manchmal Dinge machen, nur weil es lustig ist. Aber die lachen ist. Nicht. Ich hatte zahme Ratten als Haustiere. Da hat niemand vielleicht gelacht. Aber nee, Johanna ist die Schlange. Gute Gags gemacht. Ist die Ratte. Es ist halt die Frage, was genau mit Lachen gemeint ist. Weil man Spaß sagt doch haben. Lachende Kichern. Gags. Also dieses Kichern. Ja. Kichern, Lachen, Schmunzeln ist jetzt wissenschaftlich klar getrennt. So. Also ich kann sagen, ich hatte Ratten aus Haustier und da hat niemand gelacht. So. Was hast du jetzt genommen? Hat niemand den gelacht. So, der Blitz. Mara, du wärst jetzt persönlich enttäuscht, wenn jetzt Ratten, also wenn die jetzt lachen können, dann das Spiel nimmt immer das, Ratten was am weitesten weg ist von der. Du glaubst, du hast das Spiel geknackt. Ich hab das Spiel geknackt. Ich hab das auch geknackt. Ja, ich hab keine Ahnung. So. Wir decken auf in 3, 2, 1. Ja, es stimmt nämlich. Deine Ratten haben nämlich ganz doll gelacht, oder? Die haben sich kaputt gelacht, Leute! Was? Nice. Hyäne kann nicht lachen, weißt du? Was? Okay, Florentin. Aber das ist doch verrückt, oder? Warum? Ja, Hyäne kann nicht lachen. Dass ein Gorilla lacht, war echt dumm. Da. Denen. Das Spiel ist anstrengend. Die nächste Frage ist. Das ist zu stressig. Das ist alles so. Du hast einfach gecheese, oder? So Tierfragen. Ich will mal was anderes aus der Tierfragen haben. Oh, so. Ich hab mit Ansage eigentlich. Ich hab zu spät hingeguckt. Okay, ich hab ja auch falsch abgestimmt. Ja, das weiß man. Jetzt sag's doch einfach. Was gewinnt laut Forschern am wahrscheinlichsten? Stein, A, B, Papier, C, Schere. Das ist eine coole Frage. Du, aber nur, weil weiß du ein Wechselformat hast. Frage. Das weiß man. Das weiß man nicht. Das weiß man. Man muss zeitgleich sagen. Nein, wir machen jetzt erstmal hier. Ich bin die Manguste. Und das heißt, machst jetzt die Augen zu. Ich hab. Achso, wir sind ja noch. Wir sind noch gar nicht hier. So, alle machen die Augen zu. Alle machen die Augen zu. Die Schlangen öffnen ihre Augen, schauen sich die Antwort an und bringen sie sich gut ein, die Antwort. Ich drehe die Karte wieder um, alle schließen wir die Augen und alle öffnen die Augen. So. Ja, was? Das Ding ist ja so. Ich hab, bin ich sehr gespannt. Als Maguste bin ich sehr gespannt, was du sagst, ob du dich direkt outest als Schlange oder ob du die Wahrheit sagst. Nee. Gott, ihr wisst es beide? Ich habe mal ein Buch gelesen über Schere, Stein, Papier, über verschiedene Taktiken. Ach du Scheiß. Ich weiß es. Das ist gut für uns. Sag. Nein, ich weiß es tatsächlich, aber auch nicht mehr so ganz genau. Ich habe ja mal Entwicklungspsychologie, Entscheidungspsychologie studiert. Und ich erfahre halt so viel Maratratten, du hast studiert. Nicht schlecht. Ja, sorry. Wir lernen so viel über uns. Und ich weiß es
tatsächlich nicht. Ich müsste das nachgucken. Also ich müsste jetzt kurz einmal nach Hause fahren. Der klassische Student. Ich habe das Buch. Aber ich weiß nicht. Aber was sagst du denn? Was also deine erste Reaktion war, ach, das weiß man das doch. Das weiß man doch. Frage und sagst jetzt, ich weiß es und nicht. Jetzt genau. Kannst du uns keine Antwort geben. Ja. Was war denn dein erstes Gefühl? Fabian ist ein Blender, habe ich das Gefühl. Was war denn dein erstes Gefühl, als du gedacht hast, das weiß man doch? Ob es jetzt wirklich stimmt oder nicht, kann ich dir ja gleich sagen. Aber was war das erste Gefühl? Entscheide dich. Stein. Stein ist falsch. Schlange. Und du sagst Papier, oder? Nein, es ist die Schere. Weil, ich nehme auch immer Schere. Weil die Frage ist ja, wenn was am gewinnt, ist ja gleichzeitig die Frage, was wird am häufigsten genommen. Und das heißt, du sagst, am häufigsten wird Papier genommen. Das heißt, Schere gewinnt am häufigsten. Ach so. Okay, fuck. Was? So habe ich da nicht drüber nachgedacht. Oder? Was ist die Frage? Die Frage ist, was gewinnt am häufigsten? Wenn Schere am häufigsten gewinnen würde, würden die meisten Leute okay, Papier nehmen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich es abgespeichert habe. Wird Schere am meisten genommen oder wird Schere... Oder ich dachte, Stein wird am meisten genommen. Ich nehme Schere, damit müsste Papier am meisten gewinnen. Weil aber ich weiß es auch nicht. Das Ding ist, Schere strahlt am meisten Macht aus. Ja. Als scharfes, spitzes Stein Werkzeug. Strahlt viel mehr Macht aus als eine Schere. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Also ich glaube mal gehört zu haben, dass der Stein am häufigsten genommen wird. Einfach weil man sagt, Stein ist stark und ich habe eh eine Faust. Und dann würde ich sagen, nicht viel Papier, machen. Aber es ist wirklich jetzt komplett random. Es ist, bezieht sich auf einen. Ich dachte, Eder hat ein komplettes Post. Buch dazu. Ja, aber er erinnert sich nicht dran. Naja, das ist ungefähr letztlich derselbe Case wie bei mir. Das war ja das Geile. Das ist auf jeden Fall. Die zwei, die es auf jeden Fall mussten wissen, ist auf keinen Fall, oder was? Irgendwas mit Schere. Ich weiß was, nicht mehr, ob die meisten Leute nehmen oder ob. Wenn die meisten Leute, das stimmt ja, wenn die meisten Leute Schere nehmen. Dann würde ja am meisten Stein gewinnen. Ja. Ja. Aber ich glaube. Ich glaube, die meisten Leute die nehmen aber heißt nicht Schere. Immer, man soll. Wollen wir es mal ganz kurz testen? Na gut, das ist jetzt super. Ja, das ist komplett quatschig. Ja, okay. Einer muss nachhalten. Einer muss nachhalten. Jetzt hält jemand mit. Hm. Ah, okay, 1-1. Sehr stark die Schere hier. Ah, nicht schlecht. Schere ist gut. Schere ist voll stark. Ja, also von Schere. Dieser winzigen Stichprobe. Ich nehme Schere. Ich glaube, ich nehme Papier. Ich glaube, die meisten Leute nehmen Stein einfach, weil. Ja, wenn man und sich ich glaube, du bist eine Schlange. Ich nehme Schere. Ich nehme Stein. Und was war die Frage? Was gewinnt am häufigsten? Ich würde sagen, Papier gewinnt am aber das macht doch keinen Sinn. Du hast doch selber gesagt, die meisten Leute nehmen Stein. Also gewinnt Papier. Ah. Nein. Die meisten Leute nehmen Schere und der. Konter davon ist Stein. Aber du wusstest, so einfach ist es nicht. Jetzt sagst du plötzlich, du weißt nein, das ist aber nicht so einfach. Ist. Weil es gibt ja, man macht das ja ganz oft hintereinander und dann kommt ja noch die von der entscheidungspsychologischen Aspekt hinter, dass man ja dann darauf aufbauend eine Entscheidung trifft, was man als nächstes nimmt. Deswegen ist, glaube ich, die Argumentation nicht richtig. Ja, aber das heißt so, man soll einen Stein nehmen, weil der immer am besten ist? Das heißt? Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es Schere ist. Das heißt, die meisten Leute nehmen Papier. Nein, diese Frage. Ja. In der Masse. Nee. Es geht ja nicht immer, du machst es ja nicht immer nur einmal. Also ich dachte, aber die meisten. Ich nehme Schere. Ich sag Stein. Nehm Schere. So. Ich sag Papier gewinnt gegen Stein. Nee. Die meisten Leute nehmen Stein, die Leute sind unkreativ, haben die Simpsons-Folge im Kopf. Wir drehen gute alte Stein. 3, 2, 1. Uiuiui. Oh, okay. Einmal querbeet. Super schlecht für die Schlangen, ja. Ja, Schlangen kriegen höchstens einen Punkt. Schnabel. Florentin, das war stark. Der gute alte Stein. Das war wirklich stark. Der gute alte Stein. Nee, Papier. Und beide, die studiert haben. Wirklich. Bald. Stark. Aber weil man umrechnen musste. Also Papier gewinnt am meisten. Weil die meisten Leute Stein nehmen, ja. Und ihr kriegt zwei, ne? Um die Schere zu kontern. Ja. Es gab nur eine richtige. Das weiß ich nicht. So, wer ist die Manguste? Ich. Endlich mal sagst du auch die Wahrheit. So, wie viel Prozent der Amerikaner glauben, dass Schokoladenmilch von braunen Kühen stammt? 14. A, 2, B, 7 oder C, 12? A, 2, schon viele. B, 7, ich hätte 40. C, 12. Okay, wir schließen einmal unsere Augen. Wie Schlangen öffnen ihre Augen, schauen sich die Antwort an. Schlangen schließen ihre Augen und alle öffnen. Auch hier gehe ich wieder nach vorne. Ja, wie viel Prozent jetzt nochmal? Jetzt Metagaming hier. 2, 7, 12. Das ist natürlich. Es ist 12, weil man nicht glauben würde, dass es so viele sind.
Ach so, weil es die nicht offensichtliche... Es ist die lustigste Antwort, am meisten. Ja. Und es gab diese Statistik, glaube ich, diese Umfrage wirklich mal. Das war irgendwann mal... Und 2 und 7, wenn du jetzt umdrehst und es ist 2 und 7, das würde einfach keinen großen Aha-Effekt geben. Den größten Aha-Effekt... Ja, bei 7 vielleicht noch, aber bei der 2 auf jeden Fall nicht, ne? Der Aha könnte höchstens sein, wir denken, die sind dümmer, als sie sind. Das ist der einzige Aha. Okay, also A schließt sich aus. 40% im Kopf. Aber vielleicht sind das auch, dass braune Eier Schoko einer sind, aber das kann... Was ja noch absurder ist. Ich meine, es gibt natürlich das Klischee, dass Amerikaner dumm sind. Das heißt, die naheliegende Antwort wäre einfach das meiste. So. Ja. Du hast schon Stephen recht. Hawking, die, Albert Einstein, diese ganzen dummen Menschen aus Amerika. Naja, aber das Klischee ist schon. Das Klischee ist schon, ja, klar. Die, Twitter. Also die Erwartung. Die Frage ist dann natürlich, ob das Spiel mit den Erwartungen spielt. Oder bricht. Die besten Universitäten sind in Amerika. Das ist ja ein britisches Spiel. Vielleicht mögen die es. MIT. Ah, ja, gut, wenn ein britisches Spiel ist, dann ist klar. Dann sind sie richtig dumm, dann ist es C. Easy. Alles klar. Okay, 2 finde ich ein bisschen wenig. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir müssen jetzt ran. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich nehme aber, glaube ich, auch. Ja, doch. Let's go. Alle decken die Antwort auf. Mara hat sie nicht bauen lassen. Oh. So eine lame Antwort in der Mitte. Ja, so. Ja, aber gut, wir müssen, man lernt auch das Spiel kennen, oder? So ein bisschen. Das Spiel ist schlauer als 2. Ja, das Spiel ist wirklich schlauer als man selber. Ja. Und man denkt, man hat es verstanden. Wir beide kriegen 2. Shit, das ist keine gute Runde bislang. So. Woher weißt du das? Ich bin immer so ein Latte. Manguste. Das ist ja schon... Manguste. So. Das müsst ihr euch mal begreifen. Also, ja. Aber die Frage ist ja auch eine Hochrechnung. Und von wann ist die Umfrage? Letzte Woche. Oh. Vielleicht gibt es auch mehr braune Kühe. So. Okay. Frage für die Historikfans. Oh ja. Oh. Welche antike Stätte haben Archäologen in Ägypten entdeckt? A. Eine Wasserrutsche mit fließendem Wasser. B. Eine Indoor-Bowlingbahn. Oder C. Eine Imbissbude. Wasserrutsche mit fließendem Wasser, Indoor-Bowlingbahn, eine Imbissbude. Alles gut. Indoor-Bowlingbahn. So. Imbissbude. In der aber welches ist ja auch nur ein lustiges Wort. Wurde auch immer gekauft in der Imbissbude. Wir framen hier noch gar nichts. Alle schließen die Augen. Klar. Die Snakes öffnen ihre Augen. Schauen sich die Antwort an. Haben die Antwort gesehen? Dreh wieder um. Und alle öffnen ihre Augen. Ja, also mein Call ist es, dass es Imbissbude, also Wasserrutsche ist halt das, was das gibt's. Und die Imbissbude ist einfach nur ein anderes Wort für, ja, da war ein Verkaufsstand. Ja, das kann ich mir auch total vorstellen. Voll. Ja. Was haben am Moment? Das ist einfach ein lustiges Wort. Was genau muss, wir müssen uns da vorstellen, da stand dann einer und hat die ganze Zeit, darf ich Sie, der Nächste bitte, was möchten Sie, ein Stein, eine Pflanze? Es gab doch so im Kolosseum zum Beispiel, da wird es doch auch so einen Hotdog-Stand geben. Klar. Haben, oder? Ja. Oder jemand mit dem Bauchladen oder sowas. Ja. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt unsere modernen Ideen Asterix und Obelix mäßig T-Shirt-Kanonen. Wir haben so T-Shirt-Kanonen. Ja, T-Shirt-Katapulte. Das gibt's. Aber eine Wasserrutsche, du musst dann irgendeinen Mechanismus bauen, dass das Wasser immer hochpumpt. Na gut, aber andererseits, es gibt doch diesen YouTube-Channel, wo die immer so Wasser in so Sand bauen. Gibt es nicht? Wo sie diese Häuser bauen, so indigene Häuser und so. Also Wasserrutsche kann ich mir gut vorstellen. Gibt es eine Wasserrutsche? Um da schnell runterzukommen von irgendeiner Pyramide. Ja, für die Feuerwehr zum Beispiel, dass die schnell... Also da gibt es eine Bowlingbahn, halt ich ehrlich gesagt. Oder du kennst es auch, oder? Ich kenne es auch, klar. Quatsch. Was für eine. Was könnte die Indoor-Bowlingbahn denn. Jedes Video im Internet schon gesehen. Oder die haben das wirklich. Man darf sich halt nicht von so Worten wie Indoor jetzt ablenken lassen. Ja, genau. Aber wenn dann nur Bowlingbahn stehen würde, würde ich trotzdem denken, ist Quatsch. Aber Indoor klingt halt so modern, ne? Indoor. Aber eine Bowlingbahn? Aber alleine eine gute Kugel hinzukriegen. Eine gerade Fläche ist nicht so leicht. Und was haben die stolpert dann, da so durch? Und dann eine Bahn und am Ende stehen wirklich Figuren und dann, wie muss man sich das vorstellen? Nee, ich nehme Imbissbude. Ich nehme auch Imbissbude. Aber es ist ein naheliegendes Spiel, Bowling. Ne? Du klopfst irgendwas um, was du aufstellst. Aber ich glaube, du kriegst keine Kugel hin, die gut genug ist. Man würde es aufgeben nach ein paar Versuchen. Was nehmt ihr? Ich will mal Imbissbude, einfach weil es einfach ein anderes Wort ist für gebratene Katze am Spieß. Ich bin aber auch bei Imbissbude. Keine Ahnung. Das ist das Einzige, was... Ja, die Schlangen sind auch für Imbissbude. Wir haben ein Problem, damit wir woanders sind. Ja. Ja. Aber du bist keine Schlange, ich bin keine Schlange, aber hier war gerade viel zu viel Konsens zur Imbissbude. Ja, okay, dann wechselt ihr halt. Ja, wir wechseln.
Risiko. Ja, Johanna, das ist der Risiko. Ja, ja, ich mache auch Risiko. Moment, aber das ist jetzt ja doppelt und dreifach. Ja, ja, das ist ja, egal. Aufdecken, 1, 2, 3. Ja, 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 ja. Okay, wir wissen noch nicht, was richtig ist, aber das ist schon mal stark. Wie kommt... Nice! Jawohl! What? Was? Was ist gerade passiert? Ja, wie konnte das nice passieren? Okay, das war krass. Nice. Wie konnte das? Ihr wart doch schon denn weg von der Indoor-Bowling-Bahn. Das wollte niemand nehmen, dann dreht ihr plötzlich nochmal alles so. Das ist sehr weird gerade. Mhm. Nicht zu glauben. Also okay, grade, wir Menschen sind schlauer als was ihr denkt. Was ist hier gerade passiert? Ich bin die Molente. Oh, sorry, mich erschrocken. So. Okay, schon wieder eine Tierfrage. Wollt ihr die Tierfrage? Ja. Ja! Von welcher Art gibt es weltweit am meisten verschiedene? Oh, Spinnen. A. Vögel. B. Krustentiere. C. Speisepilze. So, jetzt kannst du deinen Vogel wissen. Vögel, Krustentiere, Speise. Ist halt eine starke Einschränkung, ne? Was sind denn Krustentiere? Sowas wie Hummer. Krebs. Und Krebse, so. Alle schließen die Augen. Aber auch Kakerlaken. Euglein zu. Ich hab schon wieder vergessen. Uff. Vögel, Kruste, Spinne. Euglein zu. Kruste. Spinne? Euglein zu? Haben alle die Euglein zu? Nee. Die Schlangen Schaben öffnen ihre Augen. Sind Schlangen Krustentiere? Die Schalentiere schließen ihre Augen. Hm. Alle öffnen ihre Augen wieder. Weiß nicht, ob eine Schabe. Meisten Arten. Jetzt sag noch mal gerade. Welche, von nicht die Karte nehmen, von welcher Art gibt es weltweit am meisten verschiedene? Vögel, Krustentiere, Speisepilze. Ich hab Speisepilze. Oder? Also, man müsste halt wissen, was Krustentiere sind, aber wenn da Schaben und alles, was so ein Chitinpanzer hat, ja, dann ist das safe B. Vor allem auch so ganz kleine, oder? Mhm. Aber ich meine, es gibt mehr als Land. Mhm. Also alles, was im Wasser ist, glaube ich, ist schon mal sehr... Und 80% vom Meer sind ja noch gar nicht erforscht. Ja. Was ist das jetzt? Ich nehme auch B. Wir nehmen alle B, du sagst Krustentiere, das? Ich sag Krustentiere, also Vögel. Ja. Nee, das mit dem Meer war für mich auf jeden Fall ein gutes Argument, ja. Mara, was sagst du? Ich nehm auch deine B. Meinung jetzt, zu diesem Thema? Das Problem ist, jetzt ist jetzt schon eine komische Antwort irgendwie da in, also da hätte ich dann doch eher noch was. Moment mal, Pilze könnten auch Sporen, ich wollte gerade sagen Sporen, aber nee, es müssen ja dann Speisepilze sein, sonst wären es wahrscheinlich Pilze. Let's go. Was sagt ihr beiden? Ich nehm B. Ich nehm das, was am komischsten ist. Also. Oh Mann, aber das sind zu viele Leute jetzt für Krusten. Ich bin die Mangolone. Es können nicht vier Leute aber für dasselbe sein. Aber dann umgedrehte Psychologie. Ja, aber Fabian und ich können dafür sein. Das heißt, Johanna, alles aber was Johanna ist keine sagt. Krusten. Die waren aber super schnell alle bei Krustentieren, deswegen nehme ich jetzt einen Pilz. Ja, mach doch. Was hast du genommen, Florentin? Noch nichts. Na, ich habe noch nichts. Das ist auch eine weirde Antwort. Pilzen. Ah, du bist doch eine Schlange. Nein, ich bin keine Schlange. Was nimmst du jetzt, Marius? Aber Johanna ist keine Schlange. Aber ihr beiden, nee, okay. Wir haben noch eine Runde. C. Dann Pilze. Was hast du jetzt genommen? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Ich hab die Schlange. Shit! Flag unsere Dings. Oh. Ah ja, stimmt, ist gut. Ja, Scheiße, ist gut. Wir haben uns komplett verunsichern lassen. Ist doch super. Ja, ist doch gut. Es ist doch gut gelaufen. Wir kriegen 3 Punkte jeder. Doch, die kriegen Punkte. So, weil die Schlange uns komplett geschlankt haben. Oh, shit. Sehr schön, dass auch keiner von uns Krustentiere nimmt. Müssen doch die, wir haben jetzt Meta-Meta-Meta-Game. Das war jetzt wirklich Meta-Meta. Ja, ich lerne auch dazu. So, neue Frage. Ich kann chillen. Wovon gibt es weltweit mehr? Krustentiere, Schafe, B, Bücher, C, amerikanische Centmünzen. Starke Frage wieder. Super aber... Unterschiedliche Buchtitel oder unterschiedliche physische Bücher. Ja. Schafe, Bücher, amerikanische Sandmützen. Alle gehen wieder in sich, schließen die Augen. Die Schlangen öffnen ihre Augen und gucken sich die Antwort an. Achso, ich weiß es noch gar nicht, warte mal. Haben die Antwort gesehen und schließen die Augen wieder und alle öffnen die Augen. Also A ist es ja nicht. Schafe glaube ich auch nicht. Oder? Wolle. Aber mein erster. Wo gibt's heutzutage, ne? Ich meine, wie viel Bücher hat der Mensch im Durchschnitt? 50. Aber jetzt mal auf der Welt. Also ja. in entwickelten Ländern vielleicht 50 oder so, ne? Aber insgesamt gibt's mehr Bücher als Menschen auf der Welt. Ja, auf jeden Fall. Meinst du? Ja. Ich meine, es gibt halt schon Bibliotheken mit zehntausenden Büchern und so. Ist ja eine ganze Stadt.
Kleine Stadt. Ich glaube, jeder Mensch hat mindestens ein Buch irgendwie. Jeder Mensch? Ja. Jeder Mensch auf der Welt. Ja, irgendwo auf jeden Fall. Irgendwo, und was die kleinere Fladdel ist, ja. Heft. Aber wer zählt die denn alle? Das ist so, das kann man nicht wissen. Die Centmünzen finde ich interessant. Ja, Centmünzen, ne, wenn du sagst. Aber auf deiner Seite, in wie vielen Ländern gibt es den Dollar? In den USA? In den USA. Das war's. Es geht um den US-Cent. Also ja. Es gibt 300 Millionen groß. Amerikaner. Wie viele Centmünzen gibt es pro Amerikaner? Zwei. Das kam aber jetzt schnell. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sagen, es gibt so viele Bücher wie Menschen, haben wir ja schon mal unsere 9 Milliarden. Ja, du hast recht, das sind Bücher. Und dann für 300 Millionen Amerikaner hast du ja nicht 9 Milliarden. Wie viele Schafe gibt es? Es gibt, glaube ich, richtig viele Schafe. Auch so. Manche haben ja eine ganze Schafsweide. Ach so, ja. Aber wie viele sind dann da? 300, 3000? Aber kommst du ja nicht mal annähernd in diese Milliardendimension. Wenn es Milliarden Schafe gäbe, dann hätten wir keine Atmosphäre. Wir müssen jetzt mal eine Antwort finden. Schafe sind sehr schädlich für die, sind sehr massiv am Klimawandel übrigens beteiligt. Okay. Es aber in manchen Ländern. Wir müssen Ländern das jetzt mal zum Ende bringen hier. Es richtig viele Schafe. Aber was sagst du denn? Kühe. Also. Ich bin bei Bücher. Also ich sehe bei Schafe irgendwie nicht. Ich bin eher bei Bücher. Ich bin bei Büchern. Bei Milliarden Schafen. Wir haben jetzt schon drei wieder für Bücher. Ich weiß nicht, keine Schlange. Gesagt. Also das ist schon wieder. Und jetzt weiß man, wie viele, ob hin oder her ich oder Stein oder Papier. Ja, ich mache eigentlich Bücher. Bücher Sinn, aber sonst ist ja. Aber wobei, bei den 7 Mann, Milliarden, Eddie, ey, das bei 8 Milliarden Menschen sind natürlich auch Kinder mit einberechtigt. Kinder sehen erstmal keine Bücher. Gibt nicht so viele, ja. Aber Schulbücher. Aber Kinder haben mehr Bücher als Erwachsene, glaube ich. Das stimmt auch. Ja, ihr seid so böse Menschen. Ihr seid so böse, wirklich. Seid ihr jetzt wirklich die Schlange? Ja, ihr habt uns jetzt alle, wir nehmen alle Bücher. Die dummen Menschen, haha. Let's fucking go! No! Centmünzen. Mara kriegt mehr als 9 Milliarden. Fabian kriegt 3. Und damit hat Eddie insgesamt 3 Punkte. Florentin hat insgesamt 7 Punkte. Mara hat insgesamt 9 Punkte. Ne? Johanna hat 7 Punkte. Und Fabian hat 11 fucking Punkte und hat damit gewonnen. Vielen Dank an Big Potato Games, dass sie das mit uns gemacht haben. Das ist ein schönes Spiel. Kauft es, wenn ihr findet Link, den ihr in der Beschreibung findet. Richtig gutes Spiel. Oder? Dann lernt euch gefallen. Sehr gut. Ja. Wirklich, fand ich. Und es geht schön schnell so, ne? Ja. Wir haben immer, ja. Schön. Vielen Dank, Mara, Johanna, Eddie, Florentin. Lasst gerne ein Like auf dieses Video, kommentiert das. Affiliate-Link, wie gesagt, findet ihr unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Mal sehen, wo ich es hin tue. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Gesellschaftsspiele sind Trumpf. Yes, nailed it.